kennt sicher die Namen der drei Könige. Sind auch nicht so kein großes Geheimnis. Werden aber nicht in der Bibel weitergegeben, sondern das ist die Tradition. Und es gibt sehr viele Deutungen zu den Namen. Aber ich habe mir also das Evangelium ein bisschen angeschaut. Und da gibt es drei Könige, aber das sind nicht die, von denen wir die Namen im Kopf haben. Und der erste König, den man im Evangelium nicht sieht, aber der auf jeden Fall da ist, ist einer, dessen Namen wir nicht kennen. Habt ihr auch schon mal gefragt, wer diese Sterndeuter, diese Weisen eigentlich geschickt hat? Sie sind nicht so eigenständig gewesen, sind nicht auf irgendwie auf den eigenen Traum hin, sind sie losmarschiert nach Jerusalem. Diese Sterndeuter, man kann sie so übersetzen, eine schönere Übersetzung finde ich, ist Weise, waren einfach Hofbeamte an einem königlichen Hof. Wo, wissen wir auch nicht, ist auch nicht von Bedeutung. Was wichtig ist, solche Hofbeamte bewegten sich nicht einfach so. Ein Hofbeamter war Angestellter des Königs und er hatte zu machen, was der König ihm befahl. Also er arbeitete für einen Chef. Und dieser Chef, der König, der hat sie nach Jerusalem geschickt. Sie sind nicht auf eigenen Antrieb hin losmarschiert, sondern das war ein Auftrag, dem sie gefolgt sind. Und das ist der erste König. Und was er da einen Auftrag hat, sehen wir am Ende des Evangeliums. Sie sollen Geschenke überreichen. Also wenn ich zu Gast komme, irgendwo bei jemandem in Österreich, dann nehme ich entweder Wein oder eine Kerze. Das habe ich so gelernt. Es gibt auch andere Sachen, die man mitbringen kann, aber mit den zwei Sachen liegt man eigentlich nie falsch. Ne? Also so meine Erfahrung. Den Wein kann man immer weiter schenken, wenn es einem nicht gefällt. Die Kerze auch, das ist so eine gute Sache. Also nicht verderbliche Dinge, die man einfach weiter schenken kann. Und sowas bringen sie, diese drei Weise, diese Hofbeamte eines Königs, Jesus mit. Sie bringen Weihrauch, Gold und Myrrhe. Das sind so königliche Geschenke. Also Gold deuteten schon die Kirchenväter. Das ist etwas, was einem König mitgegeben wird. Das weist auf die königliche Würde Jesu. Weihrauch, das weist auf seine göttliche Natur hin. Also bei Weihrauch bringt man eigentlich nur Gott da. Und Myrrhe, das ist, hat man für viele Dinge verwendet, auch als Weihrauch. Aber hier wird es immer gedeutet, das wurde auch zur Produktion von Salben verwendet. Und das ist die Salbe, mit der Jesus dann gesalbt wurde, als er zu Grabe gelegt wurde. Es weist auf seinen Tod und seine Auferstehung hin. Aber das ist nur am Rande und ist für mich nicht so wichtig. Also der erste König macht eigentlich nichts Besonderes. Der hat von seinen Weisen den Beamten bekommen, da wird ein neuer König geboren. Ja, dann, man will mit den Nachbarn gut leben, also keine Kriege führen meistens. Und schickt einfach im Voraus schon so einen Vertrauensvorschuss. Also schau mal, ich habe dir was Gutes getan, du bist mir was schuldig und in Zukunft werden wir gut miteinander umgehen können. Jetzt ist die Frage, wie kommen diese drei Weisen, diese Sterndeuter in das Land, in dem Jesus lebte? Sie folgen dem Licht, einem Stern. Und davon hören wir in der ersten Lesung von dem Licht, von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn man in der Bibel so ein bisschen nachliest, was Licht ist, das hat sehr viele Bedeutungen, aber das ist das Erste, was Gott eigentlich schafft. Und es weist auf ihn selber hin. Dort, wo Licht ist, da ist keine Dunkelheit. Dort, wo Gott ist, ist keine Sünde. Das sind so Parallelen, die da sind in der Bibel. Und mir war es ganz wichtig, mir dieses Licht auch ein bisschen anzuschauen. Was passiert mit diesem Stern, das diese drei Männer aus dem Osten anleitet? Was passiert mit diesem Stern? Er führt sie irgendwie zuerst nach Jerusalem.
Dort finden sie sich irgendwie zusammen und reden mit dem Herodes. Das ist der zweite König im heutigen Evangelium, dessen Namen kennen wir. Aber was zeichnet diesen Herodes aus in Jerusalem? Er hat Schiss. Er hat richtig Angst. Und seine Angst überträgt er auch auf alle anderen, die in Jerusalem sind. Das berichtet der Evangelist hier, schreibt, alle wurden mit Angst erfüllt, weil der König Angst hatte. Vor was? Er wusste es selber nicht so ganz genau, aber er hat es geahnt. Da gibt es einen anderen und diese drei Hofbeamte eines Königs wollen nicht zu mir, wo sie eigentlich mit diesen Geschenken kommen sollten, sondern zu einem anderen. Und ich weiß nicht mal seinen Namen. Gefährliche Situation für einen König, für einen Statthalter, weil seine Macht kann schwinden. Und sie reden mit diesem Herodes hin und her und erstaunlicherweise gibt Herodes, oder also nicht er selber, sondern Leute, die er da beschäftigt hat, also die Schriftgelehrten, geben den drei Weisen, den drei Sterndeutern einen Tipp. Wo soll dieser geheimnisvolle König geboren werden? In Bethlehem. Und das Licht, das diese drei Männer aus dem Osten geführt hat, führt sie weiter nach Bethlehem bis zu der Stelle, wo Jesus geboren wurde. So genau ist das. So genau führt Gott diese drei Menschen. Und das steht nicht im Evangelium, aber man kann es herauslesen, weil die drei Weisen kehren dann zurück irgendwann nach Hause, aber sie werden von einem Stern nicht weiter geleitet. Das Licht, das sie dort zu Jesus geführt hat, zu dem kleinen Kind in Bethlehem, verblasst. Es verblasst, weil dort das wahre Licht dieser Welt aufgekommen ist. Da ist der Morgenstern der Erlösung, Jesus Christus selbst. Und deswegen verblasst dieser Stern. Er ist nicht mehr wichtig. Dort sind sie angekommen bei dem dritten König, von dem das Evangelium berichtet. Und sie nennen ihn König der Juden. Und wenn man sich das überlegt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber soweit ich es im Kopf habe, hat Jesus sich nie König der Juden genannt. Andere haben es getan. Sie haben es sogar ans Kreuz geheftet, damit jeder weiß, was das da für ein Typ hängt. Also ein Aushängeschild, wer da gekreuzigt wird. König der Juden. Aber soweit ich Jesus kenne, hat er sich nie so genannt. Er wollte das nicht. Und jetzt ist die Frage, warum? Der eigentliche König, der in diesem Evangelium das Zentrum ist, nicht wollte, dass er König der Juden genannt wird. Und die Antwort darauf ist in der zweiten Lesung. Also Paulus schreibt an Epheser ziemlich viele Dinge. Kann man nachlesen in seinem schönen Brief. Aber er schreibt von einem Geheimnis und einer Verheißung. Das Geheimnis ist geheimnisvoll, ne? Das ist das Mysterium. Und das ist auch in der Messe immer, also am Ende des Hochgebets ist Geheimnis des Glaubens, das jeder kennt, ist kein Geheimnis, ist ein Mysterium, also etwas Verborgenes für die, die es nicht kennen. Aber für die, die sich auskennen, wissen, was es ist, dass Jesus für uns geboren wurde, gestorben ist und auferstanden. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Und Paulus schreibt hier auch von einem Mysterium, von einem Geheimnis, das eigentlich alle kennen. Die Juden wissen es. Es wird einen Messias geben, der ihr König sein wird und sie befreien wird von was auch immer. Das haben die dann verschieden gedeutet. Der das vollenden wird, was Gott verheißen hat. Aber sie haben sich geirrt. Die Juden haben sich geirrt. Weil sie haben das nur auf das eigene
Auserwählte, aber nur auf das eigene Volk bezogen. Und Paulus sagt in diesem Brief, diese Verheißung, das Geheimnis, das da ist, gilt Juden und Nichtjuden. Und das ist der Schlüssel, um dieses Fest auch zu verstehen, worum es hier geht. Um Jesus, der König über alle Könige ist. Um einen Jesus, der nicht auf ein bestimmtes Merkmal von einem Menschen schaut, sondern den ganzen Menschen sieht. Für Jesus ist es nicht bedeutend, letzten Endes, ob vor ihm ein Jude steht oder ein Nicht-Jude. Das sehen wir auch in den Evangelien. Er hat keine Angst, zu den Samaritern zu gehen und mit Nichtjuden zu reden. Er verkündet ihnen auch diese Botschaft und die Verheißung, dass wir alle Miterben Gottes sind. Also wir alle haben von Gott etwas geerbt, etwas Wunderbares. Die frohe Botschaft von der Erlösung, von der Befreiung, davon, dass wir alle ein Leben haben, das nichts zerstören kann. Und dass Gott dein Leben liebt. Also deine Vergangenheit, deine Gegenwart und deine Zukunft, wie sie auch aussehen mögen. Das ist jetzt sehr hochgegriffen. Aber das ist auch sehr theologisch, dieses Fest. Da geht es wirklich um die Offenbarung Gottes, wer Jesus Christus ist. Und das sieht man anhand dieser Texte, die es ein bisschen erklären. König über alle Könige und wir sind seine Erben, alle. Und was bedeutet jetzt das für dich und mich im täglichen Leben? Es kann vieles bedeuten, dass man in die Anbetung gehen soll oder dass man Jesus als den König des eigenen Lebens annehmen soll und so weiter. Man kann da viel daraus machen. Aber ich glaube, für uns ist etwas Wichtiges in dem, was Paulus geschrieben hat, dass diese Verheißung allen Menschen gilt, dass wir alle Erben Gottes sind, Söhne und Töchter des Allmächtigen. Und das bedeutet jetzt, dass du und ich dazu berufen sind, diese frohe Botschaft, dass wir seine Kinder sind, dass wir geliebt sind, allen Menschen zu verkünden. Das darf kein Geheimnis bleiben für diese Welt. Wir sind dazu berufen, es offenbar zu machen, es offenbaren. Weil wir Erben sind, tragen wir auch eine Verantwortung füreinander und für diese Welt. Und jetzt wird es ganz konkret. Früher habe ich immer gemocht, am Ende der Predigt eine Aufgabe mitzugeben. Die gebe ich euch jetzt mit. Ihr könnt es ignorieren oder annehmen. Das wird die Welt nicht untergehen, wenn ihr es ignoriert. Aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, dass Jesus uns dazu wirklich einlädt, etwas Konkretes zu tun. Und jeder von uns hat so seine Erfahrungen mit Gott. Und du hast um dich auch Leute, denen du vielleicht das erzählen magst, was Gott mit dir gemacht hat, wer Gott für dich ist. Wer ist dieser Jesus, dieser König der Könige, ein eigentlich unbedeutender Jude, der irgendwo vor 2000 Jahren gestorben ist, über den Geschichten geschrieben wurden. Wer ist dieser Jude? Vielleicht hast du in deinem Umfeld eine, zwei, 20, 200 Personen, denen du das erzählen möchtest. Und ich glaube, dass Jesus uns dazu wirklich eindringlich auch einlädt, dass diesen Personen nicht zu verheimlichen, dass diese Botschaft von der Verheißung nicht für uns zu behalten, weil sie gilt allen. Paulus schreibt Juden und Nichtjuden, weil er in einer konkreten Situation war, wie er das geschrieben hat. Aber das bedeutet, dass ich meinen Bruder, meine Schwester, die davon noch nicht gehört haben oder
nicht viel gehört haben, es nicht verheimlichen darf. Ich darf es nicht für mich behalten, weil ich Erbe Gottes bin. Und ich trage die Verantwortung dafür. Diese Botschaft von einem König, ein milder, schöner, wunderbarer König ist, einfach weiterzugeben. Diese Botschaft von der Rettung. Und das ist unabhängig auch davon, wie du jetzt dich fühlst und wo du im Leben stehst. Vielleicht fühlst du dich irgendwie nicht dazu berufen oder unwürdig, weil du kennst deine Sünden und dein Leben. Aber das eine hat nicht viel mit dem anderen zu tun. Also deine Sünden haben mit deiner Berufung nicht viel zu tun. Sie verhindern vielleicht vieles. Aber lass es nicht dabei bleiben, weil das ist auch ein Teil dieser Botschaft, dass die Sünde keine Macht mehr über dich und mich haben kann, wenn man zu Jesus kommt. Und deswegen darfst du, kannst und bist dazu eingeladen, die Botschaft von diesem König, der so anders ist als dieser namenlose König, der da irgendwelche Beamten wegschickt oder ein Herodes, der volle Hosen hat und viele andere, die diese Welt beherrschen. Er ist anders und die Welt muss davon hören. Und die Kirche hat nur einen Sinn, wenn sie das Evangelium verkündet. Sie hat keinen anderen Zweck. Sie ist nicht dazu da, dass du oder andere sich darin wohlfühlen. Wenn du dich darin in der Kirche wohlfühlst, ist es super. Soll auch sein. Aber das ist nicht der Zweck des Ganzen. Der einzige Zweck der Kirche ist, das Evangelium zu verkünden. Dazu hat Jesus seine Jünger gesandt in die Welt. Und versuche das wirklich in deinem Umfeld. Fasse Mut. Und picke dir mindestens eine Person aus, der du diese Botschaft erzählen möchtest. Und vielleicht bis jetzt nicht konntest. Und es ist egal, wie kümmerlich das dann ausfallen wird, wie lächerlich du dastehen wirst. Das ist auch meine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Mach es einfach. Und lass den Herrn die Botschaft ankommen. Und es ist nicht entscheidend, dass du, wie Paulus einmal schreibt, gewandte Worte anwendest. Du brauchst es nicht. Erzähl einfach, was Gott mit dir macht und lass es stehen. Du musst niemanden überzeugen. Du sollst das Evangelium verkünden. Das ist ein Unterschied. Fühle dich berufen, weil du eine Tochter, ein Sohn des großen Königs bist. Und wir dürfen diese Botschaft anderen nicht vorenthalten. Weil Gott einer ist, der diese Welt liebt. So wie er dich geliebt hat, liebt er auch alle anderen. Viele wissen davon nicht. Das ist ein sicheres Zeichen. Ich mache es nicht wie Paulus, da ist einmal einer eingeschlafen. Und ist dann... Der ist dann gestorben, der hat ihn dann wieder zum Leben erweckt. Und was hat Paulus weitergemacht? Sich nicht um ihn gekümmert, sondern hat weiter gepredigt. Also echt, der war echt krass. Aber ich bin eh schon am Ende. Ich will euch nur ermutigen. Seid mutig. Und weil Jesus lädt euch dazu wirklich ein, das Evangelium zu verkünden. Und das ist eine schöne Sache. Und du brauchst dafür nichts. Nur das, was du mit Gott erlebt hast. Erzähle es weiter und ganz besonders den Menschen, vor denen du ein bisschen Angst hast, ihnen das zu sagen, dass es einen Jesus gibt, der uns alle gerettet hat.